Ich weiß gar nicht, was ich dich fragen soll. Du, also ich meine, wir sitzen hier an einem ganz besonderen Ort. Wir gucken auf die Elbe, sind in der Hafen City und da kannst du mich mal fragen, warum wir hier sind. Ja, warum sind wir hier, Carola? Ja, weil wir gleich hier in dieses Food Lab gehen. Das ist ganz neu, gibt es erst seit Mitte Juli. Und das bietet die Möglichkeit für Start-up-Unternehmen, ihren Gastro-Service mal vorzustellen. Sei es mal einen Tag das zu mieten oder eine ganze Woche oder 4 Wochen. Und das haben jetzt die Jungs vom Vitalian gemacht. Die sind seit Anfang September hier. Und wer sind die Jungs? Die Jungs, da sind meine Söhne dabei und ein Freund noch von den beiden. Die haben sich mit einer UG selbstständig gemacht vor 10 Tagen, ja, ganz frisch. Und bieten dieses pflanzenbasierte italienische frische Essen hier an, mit regionalen Produkten, also vom Feinsten, wirklich. Ich bin jetzt schon zum 5. Mal hier heute. Ja, also ich finde es enorm, dass es sowas gibt, dass Jungunternehmer sich ausprobieren können. Mhm. Und welchen Anteil hast du daran? Das ist eine gute Frage. Ja, also meine Leidenschaft ist ja, Leuten, die leidenschaftlich gerne was Kreatives in die Welt bringen wollen, denen Raum zu geben, ja, dass das entstehen kann. Und mein Anteil, ja, also vielleicht fängt es mit der Schule an, die ich ausgewählt habe für zumindest meine Jungs, dass die da schon sehr frei ihren Weg gehen konnten. Das ist eine demokratische Schule in Hamburg und die hat da eben die Möglichkeit gegeben, dass sie ihren eigenen Weg gehen und eine Selbstdisziplin entwickeln, die sie hier auch zeigen. Also es ist beachtlich wirklich. Und sie konnten eben ihrer Neugierde folgen. Das ist so schön. Ne? Ja. Da ist schon Raum entstanden. Dass und das haben wir natürlich zu Hause als Familie auch so gelebt. Und wie groß der Anteil jetzt daran ist, das ist eine spannende Frage, die müsste man eigentlich dem stellen. Aber sie haben sich auf jeden Fall schon bei uns bedankt, dass das möglich ist. Das liegt auch zum Teil mit an uns Eltern. Also da gab es schon Feedback auf jeden Fall. Ich habe ja auch erlebt, dass der Werbefilm für das Vitalian in eurer Küche gedreht wurde. Genau. Und dass du dann mit mir hinten im Garten saßt und fast ausgezogen bist, damit der Film eben gedreht werden kann. Also du hast voll kooperiert und auch das voll unterstützt. Ja, und im Grunde auch Raum gegeben, dass es entstehen kann. Genau. Ne? Ja. Die Küche freigemacht. Ja. Es ist sehr cool zu beobachten, auch das, wie das alles so Hand in Hand greift, wie die ihr Netzwerk aufbauen und denen da auch eine Wertschätzung entgegenzubringen und das anzuerkennen und im Vertrauen zu sein, dass das eben auch seinen Weg geht mit allen Erfahrungen, die machen werden. Ne? Genau. Ja, also das ist ja so wichtig und die lassen sich darauf ein. Ich finde das total mutig und die machen einfach, das finde ich so cool. Die sind echt Vorbilder für mich. Ja, du bist aber, du hast ihn sozusagen auch das Vertrauen gegeben. Du hast ihnen immer wieder gezeigt, dass du ihnen vertraust, dass du im Grunde an ihre Stärke und an ihre Kreativität und an ihren Teamspirit, dass du daran glaubst. Das ist nicht selbstverständlich, dass Eltern so zurücktreten können. Ja, danke. Also das beflügelt mich total und ich sehe ja jetzt, wie das sich auswirkt und kann dem nur weiterhin viel Glück wünschen dabei. In ihrem Projekt. Sie probieren es jetzt ja 4 Wochen hier aus. Sie wollen danach aber auch Events machen und im Grunde nächstes Jahr ihr eigenes Restaurant eröffnen. Also richtig unternehmerisch tätig sein dann. Und mit einem tollen Konzept, wie ich finde. Wir probieren es ja gleich mal aus. Ich bin schon ganz gespannt. Ja, also ihr seht, der Aloha Spirit kann ganz konkret Früchte tragen, am Beispiel von Carola. Und nicht nur dadurch, dass man selbst etwas macht, sondern dadurch, dass man zurücktritt und anderen zutraut, dass die etwas entwickeln. Das ist fast, dazu gehört noch viel, viel mehr, als dass ich nun sage, ich bin selber kreativ. Obwohl, du kannst das ja auch, aber als Mutter muss man dann auch, oder als Eltern, dann auch sagen, ich gebe jetzt Raum. Ja, und zudem sind wir, mein Mann und ich, auch beide unternehmerisch tätig. Das ist sicherlich auch eine Vorbildfunktion, was einen Einfluss hat, ne? Dass sie sich auch da dran orientieren. Mhm. Aber sie gehen so ganz allein ihren Weg, die haben uns auch kaum eingebunden. Das finde ich total klasse. Ne? Das
ist einfach sehr, sehr schön zu sehen. Ja. Und ich wünsche mir das für viele andere junge Leute auch, die gute Ideen haben. Wir haben bestimmt so viele tolle Leute, die das auch in die Welt bringen wollen. Und da sehe ich total einen Ort, wo man das ausprobieren kann. Ja, nicht nur eben jetzt Gastro, das ist hier so drauf spezialisiert, aber für Handwerk, für Friseurgeschäft, was auch immer. Schreiben, malen, tanzen oder irgendwelche anderen Dinge, die in die Welt dürfen jetzt, dass da Räume entstehen. Genau. Und dass wir die im Grunde oder die sich auch gegenseitig dabei unterstützen, dass das nach vorne kommen darf. Das finde ich ganz schön, dass es das neu gibt. Ja, danke schön, Carola. Ja, danke dir für die Fragen. Dann gehen wir jetzt mal essen. Ne? Genau. Ja. Und stay tuned. Und ich komme mit. Mich sieht man nicht. Ich halte die Kamera, aber ich gehe mit euch. Ne? Ja, sehr schön. Vielen Dank für das Interview. Alle Aloha zeigen und du mit deiner einen Hand. Dann sieht man das. Ja, genau. Alles klar. Aloha. Dann stay tuned und bis gleich. Ne? Guten Appetit.